Moin Leute, Apokalypto und Nico hier am Start. Heute auf dem Channel von Maya. Der Maya macht hier im Moment so eine 10k Abonnenten Special Week, wo jeden Tag jemand anderes ein krassestes Gameplay vorstellen darf. Heute bin ich dran. Ja, der Maya hat mich in Skype angeschrieben, yo, hast du mal Bock, Commentary zu machen für die Woche? Und ich habe mir gedacht, ja, kann ich gerne machen, obwohl ich im Moment ziemlich erkältet bin. Ich hoffe, das hört man nicht und ich entschuldige mich hiermit auch schon mal im Voraus, falls ich irgendwie huste oder sonst irgendwas. Erkältung fuckt auf jeden Fall richtig ab im Moment. Oder richtig krasse Aktion auf jeden Fall von Maya, dass man sich hier vorstellen darf auf seinem Channel, dass er diese Woche macht. Und immer die Abonnenten haben ja auch einen riesen Vorteil, die sehen hier krassesten Gameplays diese Woche. Und da nutze ich auch gleich die Chance, um mich so ein bisschen vorzustellen. Und zwar, ich bin der Apokalypto Neko. Auf meinem Channel findet ihr eigentlich genau das gleiche wie auf dem Channel von Maya. Und zwar krasse Public Gameplays in BO3 im Moment, die ganze Zeit. Andere CODs werden demnächst auch bestimmt kommen. Weil BO3 ist immer echt ausgelutscht wegen diesem ganzen Hardcore-Scheiß und so. Und ja, ab und zu werden bei mir auch Commentaries kommen. Ein, zwei sind ja schon gekommen. Ich glaube, der Meier, der hat 2000 Commentaries mehr gemacht als ich insgesamt. Ich mache da echt nicht so viel, aber ich fange jetzt demnächst damit an. Mit krassen Commentaries. Und ja, das war es auch eigentlich schon so zu meinem Channel. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Es gibt eigentlich genau das gleiche wie bei Meier. Meiste Zeit Musik, hinterlegte Gameplays. Und ja, das war es dazu. Und nach 1 Minute 30, dann kommen wir auch schon zum Gameplay. Und zwar seht ihr ein richtig krasses Gameplay von mir. Das ist eine Solo-Triple Nuklear im BO3, ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen. Und zwar, es war damals die World's First, Solo-Triple Nuclear in Core. Es gab da noch so einen Franzosen, der hat eine vor mir erspielt. Und zwar in Hardcore leider. Hardcore ist ein viel einfacherer Modus als Softcore, wie die meisten von euch wissen. Sieht man allein schon im Spawn-Trap, keiner Spawn-Trap in Softcore. Und ja, deswegen ist es eigentlich nur die World's First in Core. Aber Core ist einfach richtig krass. Oder noch auf der Map Combine. Ich glaube, Nuketown ist die beste Map für Triples, danach Combine halt. Obwohl man Combine leider im Moment so oft sieht. Damals noch mit der alten Vespa erspielt, also früher hatte sie ja noch nicht so viel Rückstoß vor dem Patch. Aber jetzt ist sie ja unspielbar über die ganze Map. Gar keine Reichweite mehr mit dem Rückstoß. Und ich finde, man kann im Moment sowieso im BO3 keine Waffen mehr spielen. Vielleicht noch die VMP, obwohl die ja auch am Anfang runtergepatcht wurde. Manowar geht noch klar, die Kuda ist auch noch gut, aber sonst fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein, außer den Shotguns und den Autosnipern. Die sind noch richtig stark. Ah ja, was ich noch sagen wollte zum Gameplay ist, es ist mit Kinetikweste erspielt. Also only Gunkills bei der Triple, nicht mit Sensor oder Flammenwerfer. Weil der ein oder andere, der vielleicht auf PC spielt von euch, der kennt das mit dem Flammenwerfer. Einmal in den Spawn hat man direkt eine 15er, 20er Streak auf Nuketown. Konsole wird das, denke ich mal, auch so stark sein. Oder mit der Sense halt. Wenn man einmal Sense rausholt, dann macht man 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kills. Und ich finde das auf jeden Fall um einiges ansehnlicher mit der Weste, weil da only Gunkills sind. Und ja, das war's jetzt wirklich zum Gameplay. Packt mich auf jeden Fall im Moment richtig ab mit den ganzen Hardcore-Scheiße. Weil jeden Tag wird eine Triple hochgeladen und dann wird sowas wie das hier gar nicht mehr so wertgeschätzt. Wo eine Triple in Core halt einfach solo komplett krass ist. Aber wenn ich dann sehe, jeder Clan geht auf einmal nur noch Solo, ja, was für Solo, 6 Mann Triples in Hardcore hoch, wo jemand im Spawn sitzt und gar nicht angehittet werden kann. Weil in Hardcore ist die Weste noch um einige stärker, finde ich. Softcore, da hat man immer noch die Möglichkeit, dass man einen Headshot kassiert und dann stirbt und wenn man in Hardcore im Spawn alleine steht, die Weste aktiviert, dann kann man sich eigentlich praktisch im Kreis drehen und die Gegner können einen gar nicht treffen, wenn man die so schnell droppt. Naja, das war's auch schon so zu meinem Commentary. Ich weiß, ich bin nicht der Beste im Kommentieren, aber muss ich auch nicht sein, dafür ist das Gameplay ja krass. Und ja, nochmal danke an den Meier, dass ich hier die Chance hatte, auf seinem Channel kommentieren zu dürfen. Und falls ihr das ganze Gameplay sehen wollt, ich habe das ja jetzt hier nur auf 4 Minuten gecuttet, dann könnt ihr auf meinem Channel vorbeischauen. Und ja, das war's schon zum Commentary und haut rein.